Liebe Leute, wir spielen live auf Twitch nachher auf YouTube in der Aufzeichnung mit den Italienern. Sachen gibt's. Boah, man kommt total durcheinander. Eben waren wir die Chinesen, dann waren wir die Punia, dann waren wir die Teutonen, dann waren wir die Holländer, jetzt sind wir die Italiener. Da weiß man, manchmal denke ich mir bisweilen, ich bin völlig verrückt und die Kulturen kreisen in meinem Kopf. Manchmal höre ich sogar Stimmen, wie die von Kiba Fox. Hi Kiba. Hallihallo, aber die Uniform steht dir gut. Das ist sehr lieb. Also meinst du diese Uniform hier, das Jugendkit, kein T-Shirt, oder meinst du das hier vorne? Das hier, ne? Schick, das ist mein Avatar. Schneidig sieht WB aus, mit orangefarbener Schärpe. Den Avatar muss ich demnächst mal hochladen, damit andere den auch spielen oder gegen den spielen können. Habe ich noch nicht gemacht. Bin ich noch nicht zugekommen. Habe ich auf jeden Fall vor. Blick auf die Ruhmliste zeigt uns, ja, läuft. Ist ganz okay. Kann man so machen. Und das ist eine Spezialaktion, die im Augenblick bei uns wenig Sinn macht, wenn wir kulturell... Das ist mehr so eine defensive Geschichte. Also wenn wir kulturell unter Druck geraten, können wir uns damit kulturell standhalten gegen Nachbarn. Das ist so die Grundidee davon. So, jetzt wollen wir hier oben Mykene endgültig angreifen. Bei denen hier vorne geht die Kriegsunterstützung drastisch runter. Mit denen ziehen wir jetzt hoch. Kommen die überhaupt runter, ja? Ja, ich würde die gerne einmal zurückziehen zum Heilen. Ja, die kommen nicht bis ganz runter zum Heilen. Heilen geht nur um eigene Territorium, die würde ich gerne einmal kaufen, dass die heilen. Mhm. Damit verlieren wir deutlich Zeit, aber die werden hier nicht heilen. Heilen kann man kaufen mit Geld, geht aber nur um eigen Territorium. Ich ziehe tatsächlich zurück. Der schnellste Weg zurück ins eigene Territorium ist, ist leider sehr, sehr kompliziert. Da werden wir viel Zeit verlieren. Ist so. Eins zurück. Mhm. Können die immer noch ziehen? Ach, da ist eine Straße. Das ist ja super cool. Oh nein, jetzt schaffen die das nicht. Aber die können da hier hinziehen und dann später wieder zurück. Das können die machen. Okay. So, dann haben wir bei den anderen Armeen. Die hier unten, das ist der Siedler, mit dem eilen wir mal, falls WB doch trödelt, Richtung Westen, um eine neue Welt aufzudecken. Hier vorne ist eine mykenische Armee, die greifen wir mal an. Wenn wir Pech haben allerdings, sorgt das so für drastisch weniger Kriegsunterstützung. Minus 10, dann wäre die nächste Runde schon vorbei. Da könnten wir die nur noch vasallieren und nicht mehr erobern. Das geht aber auch, dann müssten wir Mykene gar nicht mehr angreifen. Da könnten wir sofort die Kelten angreifen, weil es würde für den Sieg reichen, die zu vasallieren. Das ist eine coole Idee. Und damit hat der Chat nicht gerechnet. Im Chat hatten wir eben auf Twitch eine Umfrage gemacht. Kanalpunkte wurden investiert. Wie lange braucht WB für den Abschluss der Partie? Kapitänin Kiba Fox war die Notarin Kiba. Ganz genau. Also die Leute trauen dir das, oder haben es dir nicht zugetraut, aber die kannten deine Tricks nicht. Nee. Und damit arbeiten wir jetzt. Wir cheaten. Aber das ist ein diplomatisches Cheaten, das ist erlaubt. Wir brauchen nur, wenn die auf 0 sind, können wir die Bedingungen diktieren. Es reicht, wenn eine, minus 8, es reicht, wenn eine Armee von denen nochmal flüchtet, dann haben die minus 0. Und dann vasalliere ich die einfach und das war's dann. Das reicht mir völlig aus. Also wir gehen jetzt hier mit denen hin. Entsetzenschreie im Chat. Einmal Angriff. Die hauen ab. Und das war's. Nächste Runde kapitulieren die. Dann haben wir nur noch die Grünen. Geht auf 0 runter. Sehr, sehr cool. Wir könnten die sogar noch killen. Das machen wir aber nicht. Wir werden stattdessen gleich hoch. Wir könnten sogar jetzt schon Krieg erklären. Nee, wir heilen erstmal gegen Geld. Das hier ist, die sind im grünen Territorium. Die ziehen wir einmal rüber ins Blaue. Genau, und dann greifen wir die Stadt hier oben an. Die ziehen hier rein. Dann lassen wir die einmal heilen.
Und dann wird ja der graue Balken voller und nächste Runde gehen wir dann hin und heilen den Rest gegen Geld aus. Da bin ich mir auch zu knauserig für. Mit denen können wir auch schon mal raufziehen. Bis hierhin. Und die Stadt werden wir im Handumdrehen dann erobert haben. Dann geht es mit denen rüber nach Vasukani. Und die können sich gleich San Lorenzo schnappen und Lolobaan. Es geht im Handumdrehen. Sehr schön. Die bleiben mir eine Runde stehen. Das ist der Siedler. Habe ich den gerade nicht gezogen? Hatten wir mehrere Siedler? Mehrere. Gibt es ein leeres Territorium irgendwo? Nein. Mit denen geht es Richtung nach links, bitte. Einheiten heilen will ich nicht, Lucrelm. Die heilen wir nachher mit Geld, aber erst nach einem Rundenwechsel. Dann kostet das weniger Geld. Das ist die Armee, die gerade siegreich war. Könnte die nochmal angreifen. Aber nicht in dieser Runde. Die könnte aber auch schon mal raufziehen oder die hier beschützen. Brauchen die unten Schutz? Eigentlich nicht. Wir kommen da eh nicht mehr hin. Wir ziehen hier mal vor. Hier hinterher. Hier haben wir die. Die bleiben ja einmal noch stehen. Die könnten so zurücklaufen, oder das ist Quark. Nächste Runde greifen die an. Reinziehen in die Stadt können wir nicht, ne? Haben wir offene Grenzen? Was passiert bei einem Krieg, wenn die rauskatapultiert? Gute Frage. Könnten die rauskatapultiert? Wenn wir nicht, könnten die schon mal vorziehen. Wir machen erstmal die anderen Aktionen, denn das kriegen wir gleich raus. Die bleiben mir noch einmal stehen. Das war alles. Ja. Ich speichere hier mal ab. Und dann ziehen wir mit denen mal in den offenen Grenzen rein und testen das aus. Also das ist so ein Bild, das sieht so doof aus hier. Ich hab's. Das hier ist alles die Stadt, die werden wir gleich angreifen, ne? Aber von hier oben kann man nicht runter, das sind alles Klippen. Wenn sich da einer steht, kann er uns abballern. Wenn da einer spawnt, das heißt, man sollte Einheiten hier vorne stehen haben. Wir teilen die Armee auf. Wir teilen das auf. Wir nehmen einen Armbrustschützen. Hierhin. Noch einen. Schicken den einen Großschwertkämpfer mit. Und die schicken wir unten lang. Und die ziehen hier lang. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir nachher nach der Kriegserklärung rauskatapultiert werden in der nächsten Runde oder nicht. Ich weiß es nicht. Stadtlimite bei 8,7. Dadurch verlieren wir 10 Einflusspunkte. Das finde ich nicht so schlimm. Wir haben unfassbar viel Geld, das wir im Moment nicht ausgeben. Wir könnten noch gucken, ob wir uns in Babylon da mal genau einen Bürger, einen Alpinisten kaufen, den wir gerade frisch. Ah, der ist noch nicht freigeschaltet. Der nicht. Ich kaufe mal das Vergnügungsviertel. Setz mal noch eins. Hier unten hin. Haben wir hier eine Stadtmauer? Ja.
eine Runde weiter. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das hier läuft. That's one approach to making the city more stable. Give it 15 commons quarters and fill it with entertaining diversions. Hier ziehen Einheiten rauf und runter. Und die Babylonier sind tatsächlich immer noch im Spiel. You look different. Haircut? Die Maya, jetzt bin ich echt baff. Wir können ihnen auch nicht mal den Krieg erklären. Vasallieren können wir sie auch nicht. Wo sind die? Das ist eine eigene Stadt. Müssen wir die letzten Einheiten noch killen, die hier rumlaufen? Anscheinend, ne? Sind das die letzten Einheiten gewesen? Wir jagen den mal hinterher. Ich bin komplett überfragt. Weil dann wird das nichts mit dem Sieg in Runde 100, wenn wir die nicht irgendwie noch klein bekommen haben. Wir können keinen Überraschungsangriff starten im Augenblick. Wir können ihnen auch keinen Vasallenstatus vorschlagen. Es geht wahrscheinlich darum, dass die theoretisch eine neue Siedlung gründen könnten, nur wo? Wir müssen die jagen und um die Ecke bringen. Wir brauchen Sichtbarkeit. Wir kümmern uns erstmal um das, was wir machen können. Wir ziehen hier oben rauf die Mykena. Da können wir die Kapitulation erzwingen. Und diesmal, das müssen wir machen. 100 haben die. So werden die unser Vasall. Es bleibt etwas übrig. Alternative ein Territorium abnehmen. Dann geht das aber mit dem Vasall nicht mehr. Dann sag ich mal, wir verzichten auf die Territorien und wollen stattdessen, dass die unser Vasall werden, die Italiener. Die Hunnen der Vasall der Italiener werden, weil so nähern wir uns dem Ende des Krieges halt und dem Ende der Partie. Erzwingen deren Kapitulation. We thank you. We almost feel kinship with you. I must do what is right for my people. We surrender. Die geben auf. Damit teilen wir eure Ressourcen, Sicht und so weiter. Das bleibt übrig von Mykene hier. Der Verwaltungsvorposten und die Stadt selber. Wir haben 703 Einfluss. Jetzt ziehen wir los auf die Grünen. Haben noch ein Event irgendwo, das Kombinat. Plus eine Stadtbegrenzung. Super! Oder 15 Ruhm. Die Bewohner von Babylon sind das ständige Chaos aufgrund einer fehlenden Stadtverwaltung leid. Das Leben ist schwierig. Und ohne klare Führung wird sich die Wirtschaft in der Stadt nicht so entwickeln, wie es möglich war. Daher haben die Bürger die Sache selbst in die Hand genommen und für verschiedene Bereiche von Landwirtschaft bis hin zu Finanzen Organisationskomitees gegründet. Möchtet ihr einschreiten? Das verbieten wir. Wir wollen lieber eine richtige Stadt haben. Nur ein Verwalter wird ernannt. Plus eins. Damit können wir so viele Städte wieder haben, wie wir wollen. Die 15 Ruhm brauchen wir wirklich nicht. Damit sind wir hier oben bei 713 Ruhm. Stadtlimit ist eine Stufe höher. Und jetzt müssen wir hier unten die Braunen suchen, aber können auch schon mal den Kollegen hier oben den Krieg erklären, den Grünen. Und dass dir die nicht klein gekriegt haben, das fuchst mich gerade. Wir müssen irgendwo noch deren Einheiten hier finden. Jetzt schnappen wir uns erstmal die hier. Und genau. Und erklären denen den Krieg. A delight to see you again. Deren Kriegsunterstützung ist verdammt hoch. Wir müssen denen schon alles wegnehmen, damit die nachgeben. No more talk. My armies will speak for me. It is war. Who do you think you are? We chart our own course here. Die sind dezent angepisst. Entschuldigt bitte. Neuer Groll verfügbar. Diese Forderung haben wir. Die kommen als nächstes rein in die
in die Forderungskasse bei Kriegsauflösung. Hier könnten wir noch weitere reinpacken. Das wäre nochmal mehr Geld und so weiter. Aber wir wollen aber Hauptsache Vasall werden. Der Rest ist mir egal. Oh Gott, haben die alles Handelsabkommen gemacht. Jetzt wollen wir mal gucken. Bei denen geht es plus 40 auf jeden Fall auf 100 drauf. Wir müssen möglichst schnell alles platt machen, was die haben. Wir beginnen hier unten. Greifen jetzt sofort an. Hey. Die werden... repariert und geheilt. Alle fit? Ja. Dann haben wir die Kollegen hier vorne. Jetzt können wir angreifen. Zu einer epischen Schlacht hier. Und die haben auf ihrer Seite 5 Bauern, die kämpfen, und eine Verstärkungsarmee von 2 Schwertkämpfern. Und wir haben, seht ihr selber, Armbrustschützen und diverse andere Kollegen. Die Pferde können leider nicht rein in die Stadt. Und als Verstärkung haufenweise Armbrustschütze insbesondere. Wir müssen also gucken, dass wir gut in die Stadt reinfeuern können. Keine Belagerungsmaschine freigeschaltet. Ich glaube, das ist ein Bug. Ich glaube, das ist ein Bug, wenn nämlich das war irgendwie, wie ging das nochmal? Hi Sventgame, danke dir fürs dritte Abo. Liebe Grüße an dich, Sventgame. Du fragst, ob wir ein Jugendkind-Multiplayer-Event die Tage planen. Kurzfristig nicht. Aber es wird sicher mal irgendwie eins geben oder eins, wo ich mitmache. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Das ist, glaube ich, ein Bug. Ich weiß nicht mehr genau, wie der formuliert ist, aber wenn man mit der Forschung voranschreitet von Belagerungsmaschinen, dann kann, glaube ich, der Bug auftreten, dass irgendwann mal welche fehlen, weil man ist irgendwie weit. Es gibt keine Belagerungsmaschinen mehr. Die Tierböcke sind nicht mehr verfügbar und die neuen noch nicht freigeschaltet, meint der Chat. Bug oder Feature? Die neuen Belagerungsmaschinen kommen? Nee, es kommt später Artillerie. Vielleicht gibt es auch gar keine Belagerungsmaschinen mehr. Genau, es gibt die Kanonen irgendwann und die sind noch nicht freigeschaltet. Das waren die Triböcke hier. Nee, das sind die Bliden. Also Triböcke und Bliden ist ja im Deutschen fast namensgleich. Und irgendwo durch sind die nicht mehr möglich. Vielleicht durch den Sprung in das Industriezeitalter, das weiß ich nicht. Weil jetzt die Schießpulvereinheiten auch kommen. Artillerie ersetzt das, mein Computer Scientist. Ja, Sir Wolle schreibt, es sollte da rausgepatcht sein. So habe ich es auch gelesen, das sollte rausgepatcht worden sein. Aber The Computer Scientist argumentiert mehr in die Richtung, dass das ein Feature sei in der Weise und kein Bug. Ich weiß es jetzt nicht. Wir verteilen unsere Leute. Angriff. Oh, das sieht gut aus. Wir können von links rum und von rechts rum kommen. Das heißt, wir platzieren unsere schnellen... Hey. Wir platzieren unsere schnellen... Hey. Das sind meine Leute. Hallo, einmal Linksklick. Einmal Linksklick, einmal Linksklick. Manuelle Schlacht. Ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Jetzt manuelle Schlacht. Okay, nicht automatisch auflösen. Alles klar. Jetzt ziehen wir die Reiter auf die Flügel. Die sollen hinten rum. Die Armbrustschützen nehmen sie mit. Die können von hier aus feuern. Können die hier oben drauf klettern? Ja. Die können hier oben drauf und weiter feuern. Das ist cool. Hier links kann man nirgendwo drauf klettern. Nee, da können die Armbrustschützen nicht so gut. Das heißt, wir nehmen die wirklich rechts mit. Armbrustschützen auch nach rechts. Wir sind die, die angegriffen haben. Die haben 6 Bewegungspunkte. Armbrustschützen nur 4. Dann stellen wir die Armbrustschützen doch nach rechts. Die sollen schnell nach rechts laufen. Hier müssen wir aufpassen, wenn wir die zu dicht hier dran ziehen, kann das sein, dass die in der Kontrollzone kleben bleiben. Die können von den Stadtmauern aus direkt drauf feuern. Und hätten auch einen Verschanzungsbonus. Ich glaube, der reicht aus. Die könnten von direkt aus hier feuern. Das schaffen wir.
Eine hier hin. Mhm. Die Reiter. Der hierhin zum direkt reingehen. Das ist ein Pikenier, der hilft uns wenig, weil die keine Kavallerie haben. Der könnte aber helfen, von links auszukommen. Dann nehmen wir eine Kavallerie. Wir haben drei Kavallerien. Wo ist die dritte? Hier. Die ziehen wir links lang. Die hier hin. Dann machen wir einen Zangenangriff rechts, einen Zangenangriff links und die ballern von hier vorne. Und ich gönne mir den Luxus, dass ich Ambroschützen sogar in die vorderste Reihe stelle. Was echt ein bisschen frech ist und ich weiß auch gar nicht, ob das geht. Ich weiß auch gar nicht, ob die über die Mauern rüberschießen können. Ich glaube nicht. Ich glaube, die brauchen einen Höhenvorteil. Das wird nicht klappen. Das wird nicht klappen. Nein, das wird nicht hinhauen. Die ignorieren Kontrollzonen. Da können die hier vorne hin. So. Genau. Wir stellen die Reiter vorne hin. Die ignorieren Kontrollzonen. Die können hier auch wegziehen. Die nach hier links, den in die zweite Reihe. Die laufen links rum, die laufen rechts rum. Das sollte klappen. Mauern haben Kontrollzonen, genau. Das und so. Und wie haben die sich positioniert? Das sind alles Bauern. Und wo ist deren Verstärkungsfeld, wo deren Leute kommen? Hier links. Ist das deren Verstärkungsfeld? Sieht so aus. Wir ziehen mal links rum. Ah, die kommen nicht hinter die Mauern. Ja, dann ist das doof. Da können wir die nur abfangen. Wir ziehen erstmal rechts lang. Mit denen ziehen wir hier drauf. Die beschützen die. Die können nicht feuern, die bräuchten einen Höhenvorteil, den haben wir hier nicht. Von hier oben sollten wir auf die Stadt rauf feuern können, da kommen die nicht hin. Das finde ich sehr praktisch. Die schicken wir alle rechts rum. Dann könnten wir hier den ersten Angriff machen. Aber das machen wir nicht, die sollen uns angreifen. Die stehen hinter Mauern, wir stehen hinter Mauern. Mauer an Mauer steht hier im Ernst. Guckt euch das an. Mauer neben Mauer. Derjenige, der als erster zuckt, hat schon verloren. Der, wer angreift, verliert seinen Befestigungsbonus und seinen Verschanzheitsbonus. Das heißt, wir müssen einfach hier stehen bleiben und in aller Ruhe gucken, wie die anderen umzingelt werden. Wir ziehen hier links rum. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Die können... Wir ziehen mal... Die haben vier Bewegungspunkte. Sind hier Straßen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Das heißt, der kann nur bis hier hinziehen. Und der eventuell auch nicht. Dann machen wir links auch eine starke Einheit, die standhält. Wir ziehen den mal hier hin. Der hier rum. Hinterher bitte. Etwas zu wenig normale Infanterie, aber es sollte eigentlich reichen. Jetzt haben wir mit allen einmal gezogen. Genau. Und sagen eine Runde weiter. Es gibt fünf strategische Kampfrunden, die Schlacht läuft. Wenn wir dann
deren Flagge nicht erobert haben, haben die Schlacht verloren und innerhalb jeder strategischen Runde gibt es 3 taktische Runden. Ja, also bis zu 15 Runden, wir haben immer den ersten Zug. Armbrust noch angreifen, welche Armbrust denn? Ja, das können wir nicht, dafür hätte ich leider die hier erst später nachziehen sollen, da habe ich gepennt, aber das geht. Das können wir machen. Mehr geht gerade nicht. Ja, den hätte ich nachher nachziehen sollen. Das war nicht so clever. Eine Runde weiter. Bin ich sehr gespannt, was man mit der Verstärkung. Einer zieht vor. Verluste auf jeder Seite. Eine Geschwächte. Einer zieht raus aus der Stadt. Und der führt über die Mauer zu uns. Die KI spielt sehr offensiv in defensiven Schlachten, wo die eigentlich belagert werden, und das finde ich nicht clever. Das ist echt schade. Die machen diese Ausfälle, wo ich mich frage, die machen die Ausfälle immer dann, wenn man über Fernkampfeinheiten verfügt, weil die halt wissen, die Fernkampfeinheiten können auf die Stadt draufschießen, unserer. Und deshalb sagen die halt, ja, irgendwas müssen wir machen. Stehen bleiben, uns abschlachten lassen. Da denkt der Spieler auch, die KI ist doof. Und deshalb machen die wenigstens diese Ausfälle. Man kann auch sagen, wie man es macht, macht man es falsch dann. Weil wir sind halt in einer überlegenen Situation hier. Und immerhin versuchen die uns zu umzingeln. Das sieht nicht doof aus. Der könnte eventuell dran ins Gras beißen jetzt. Jetzt müssen wir gut aufpassen. Mhm. Den können die gleich erwischen. Wir kommen aber eventuell in die Stadt rein. Der Reihe nach. Das war gar nicht so doof. Also der kann hier, der kann abhauen. Aber das müssen wir uns gut überlegen. Wer ist wer? Das hier sind die Stärksten. Das sind Schwertkämpfer. Das ist ein Schwertkämpfer. Das sind nur Bauern. Vor den Bauern habe ich nicht so viel Sorge. 27 Kampfstärke bei denen. Und die haben eine Kampfstärke von 34. Der steht direkt vor dem und kann schießen. Kann auch eins zurückschießen und sollte immer noch schießen können. Klasse. Der kann hier hinziehen, der kann aber nicht feuern. Von hier aus kann er auch nicht feuern, dann zieht er bitte hier hin. Ja, lebt noch ganz schwach. Dann... Wir könnten sogar sagen, dass wir uns die Schwachen schnappen und nicht die Starken, weil die Starken können ja auch nur eine Armee immer angreifen. Der zieht auf jeden Fall weg und der zieht hinter die. Und das hätten wir gleich machen sollen, weil er gibt ihnen, glaube ich, einen Kampfbonus auch. Jetzt schnappen wir uns die Schwachen zuerst. Der hat potenziell den größten Schaden hier, den er anrichten kann. Würde dabei drauf gehen. 27er, ach, der hat, die haben auch nur, auch alle 27er, okay. Schnappen wir uns mal die Schwächsten zuerst. Dann, ja, wir werden auf jeden Fall Einheiten verlieren. Jetzt sind wir hier vorne dran. Was ist das hier für einer? Das ist ein Schwertkämpfer. Die Ambo-Schützen können auf den hier vorne feuern.
zieht hinter den. Nein, das ist ja cool. Das gefällt mir aber. Das gefällt mir aber. Das ist ja super cool. Klasse. Sehr schön. Super. Und jetzt haben wir noch, die können auch einen Ausfall nach draußen machen. Notfalls. Am coolsten fände ich eigentlich, den zu killen und dann mit ihm hier rein. Das gefällt mir eigentlich sehr gut. Mal gucken, wir das mal erstmal ziehen und mit ihm vor bis hierhin. Mit ein bisschen Glück klappt das. Nicht ganz. Stand auf dem Fluss. Jetzt sind die Armbrustschützen dran. Außerhalb der Sichtlinie. Ach so, weil der Wald dazwischen steht. Einmal hier hin. Einmal Feuer frei. Klasse. Mit denen direkt davor. Achtung, der steht dann auf dem Fluss. Aber Hauptsache, die feuern bitte. Ist mir wichtiger. Minus 3. Attack! Mhm. So, und mit denen hier vorne. Der erwischt den, der steht nicht hinter Deckung. Der killt den. Jetzt haben wir mit allen gezogen, ne? Fehlt nur einer, nein. KI zieht. Gleichzeitig. Noch einmal keine Einheit verloren. Oh, es wird aber knapp. Mehrere unserer Leute sind kurz vorm Exitus. Die kämpft sehr offensiv, die KI. Aber ich kann mit ein bisschen Glück, mal gucken, ob wir das hinbekommen, ob wir die in der ersten strategischen Runde jetzt alle ausschalten können. Vielleicht bekommen wir es hin. Gucken, ob wir das gut hinbekommen. Nee, wenn wir nicht. Ja, mal schauen. Ich glaube eher nicht. Wir probieren es mal. Zuerst mal müssen wir den hier ausschalten. Einmal. Attack! Ah, das ist eine knappe Geschichte. Hat aber geklappt. Jetzt ziehen wir mit dem Kollegen. Jetzt ziehen wir mit dem hier oben hin. Kommt er da hin? Nein. Ach, da ist eine Klippe. Da kommt er gar nicht hin. Okay. Dann feuert er zuerst. Einmal hier hin. Der kann, das müssen wir anders lösen. Mit ihm hierhin. Weil er kann nicht über die Mauern schießen, das können nur die, die hier oben stehen, aber er kann auf den hier vorne drauf ballern. Klasse. Er könnte hier drauf ballern, aber das geht so nicht. Einmal aus kurzer Entfernung. Ja. Hat geklappt. Jetzt können die noch feuern, hier drauf.
zauberhaft. Der kann, nee, der hat schon. Und ja, und den müssen wir jetzt natürlich in Sicherheit bringen. Kann sein, dass einer der beiden Scouts gleich ins Gras beißt, falls er einen Ausfall macht. Jetzt aber der Reihe nach. Jetzt wollen wir erstmal hier vorne den noch ausschalten hier. Das machen wir am besten mit dem. Achso, die können hier nicht drauf schießen in die Mitte, ne? Die haben die irgendwo einen Höhenzug, von dem aus die runterballern können. Von da hinten vielleicht. Dafür muss er aber erstmal weg. Wir versuchen es mal. Ein Angriff hier hin. Nicht von Fluss aus, sondern hierhin. Einmal drauf, Mitte. Also, um in die Stadt zu schießen, zugekommen, für einen Armbrustschützen, glaube ich, ja, nach meiner Erinnerung. So habe ich es im Kopf. Vielleicht erzähle ich auch Mist. Wir können es ja mal ausprobieren. Wir ziehen mit ihm einmal hierhin. Jetzt kriegen wir das heraus. Kann er hier ballern oder nicht? Er kann doch ballern. Zuguga hatte recht. Und ich dachte, die Ambroschützen, die klare Sichtlinie brauchen, bräuchten den Höhenunterschied. Das stimmt gar nicht. Denn wir nehmen den hinteren der beiden. Fürs Imperium! Dann ziehen wir mit ihm hierhin. Klasse. Dann haben wir hier vorne. Das ist sehr riskant. Das packen wir. Jetzt haben wir mit allen einmal gezogen. Jetzt gibt es gleich, glaube ich, noch eine taktische Runde. Und ich wette, eine Einheit werden wir verlieren. Ich tippe drauf, dass wir den hier verlieren werden. Weil er steht auf dem freien Terrain und der muss nur aus der Stadt raus den angreifen. Also wäre komisch, wenn nicht. Alle anderen haben gezogen. Ja, der bleibt hier stehen. Und der hier... Ach, der kann sich noch bewegen. Dann versuchen wir, den mal rauszulocken aus der Stadt. Und ziehen hier hin. Wie viele Bewegungen, wie viele Trefferpunkte hat er? Der hat noch 21 und der hat nur noch 18, aber einen Veteranenpunkt. Wir ziehen den mal in die Mitte. Dann hat er noch extra Kampfstärke von all den Einheiten um ihn herum. Beide. Das war's. Runde beenden. Dann geht's in der nächsten strategischen Runde weiter mit der Schlacht hier. Die können auch einmal zurückkämpfen, wenn die sich jetzt toll kühn reinstürzen. Sterben beide, dann wäre die Schlacht vorbei. Aber einer bleibt übrig. Nun, den kümmern wir uns gleich in der nächsten strategischen Runde. Spannend, sehr spannend. Die berühmte Schlacht von Kawachi. Ihr wart dabei, ihr wart als Schlachtenbummler mit dabei, Leute.